Hallo und herzlich willkommen heute Morgen zu Hatha Yoga am Sonntagmorgen. Heute mit dem Thema Yoga der Langsamkeit. Ja, Langsamkeit ist interessant. Wir haben alle einen hektischen Alltag mit viel Geschäftigkeit, viel Arbeit, vielen Pflichten und hoffentlich auch mit viel Freizeit, denn das kann ja auch ein bisschen hektisch sein, das zu organisieren. Aber wie können wir Langsamkeit verstehen? In den Yoga-Sutras schreibt Patanjali vor 2000 Jahren, dass Langsamkeit in der Begrifflichkeit vielleicht gar nicht so noch nicht die Frage war, sondern es geht um Asteya. So heißt es in den Schriften über das Yoga. Asteya ist das Nicht-Stehlen. Asteya. Denn wenn wir sehr hektisch sind und die Zeit meinen, stehlen zu müssen, dann ist das etwas, wo wir nochmal auf das Nicht-Stehlen schauen dürfen. Ja, die Hektik, die Schnelllebigkeit ist etwas, das uns selbst unsere Ressourcen stiehlt und wir stehlen auch von den anderen. Ja, und die anderen haben vielleicht auch diese Ressourcen nicht. Also das Nicht-Stehlen Asteya. Ja, wir brauchen natürlich dafür auch Wege, da ein bisschen Langsamkeit zu praktizieren. Und das machen wir mit drei Schritten. Einerseits darfst du lernen zu tun, was du tust und nichts anderes. Das andere ist, den eigenen Rhythmus zu finden. Und das dritte, und da schaue ich jetzt gerade nochmal nach, denn das war auch sehr wichtig, in die Wahrnehmung kommen. Und das werden wir heute gemeinsam in dieser Yogastunde machen. Wir fangen natürlich mit der Anfangsentspannung an, also richte dich ein für deine Rückenentspannungslage mit allem, was du heute zum Entspannen brauchst. Leg dich ab, so dass du vielleicht ein Kissen oder eine gefaltete Decke hast für dein Haupt. Und dann deck dich gerne zu, je nachdem, wie warm es in deinem Yoga-Raum heute Morgen ist. Und wenn du dich so eingerichtet hast, dann kannst du dich ablegen und vielleicht auch noch mit geöffneten Augen, um in diesem äußeren Raum anzukommen. Lausche, schaue, spüre die Energie dieses heutigen Morgens. Atme diesen Moment ein. Ins Wahrnehmen kommen, das tust du vor allem mit deinem Atem. Und so sind deine Augen noch geöffnet und du atmest die Energie dieses Augenblickes ein und auch wieder aus. Und dann schließe deine Augen, die Augenlider sanft. Und so komm mit der Aufmerksamkeit in deinen inneren Körper. Mit einem sanften Fokus schaue in deinen Körper, in deine Haltung. Und so spür die Beine lang, gut mattenbreit abgelegt, sodass deine Füße locker zur Matte hinfallen können. Sind die Beine ganz locker und schwer, so kann auch dein Gesäß etwas satter, schwerer in die Matte sinken. So spür den Raum im Becken und lehn dich in den ganzen Rücken zurück. Falte die Haut am Rücken zur Matte hinauf. Nun spür deine Schultern, die linke, die rechte Schulter und lass die Schultern sinken, so wie sie jetzt sinken.
Wenn die Schultern sinken, weil da eine Erde, ein Boden ist, der sie trägt, so lass die Arme aus den Achselhöhlen herausfließen, bis in die Finger und Hände. Und dann spür in deine Mitte. Spür die Wirbelsäule von der Wurzel am Steißbein. Durch den Rumpf bis hoch zum Haupt, zum Schädeldach deiner Krone. Und dann lass auch dein Haupt schwer werden. Spür den Kontakt des Hinterhauptes zur Matte. Und lass dich zur Ruhe kommen. Erlaube deinem Atem zu kommen und zu gehen. Dann komm mit deiner Aufmerksamkeit in dein Gesicht. Leg die Zunge im unteren weichen Gaumen ab. Entspanne so deine Kehle. Lass den Unterkiefer locker fallen. Und lass den Zungenrücken Richtung Gaumensegel fließen. Lass Raum im Mund entstehen. Entlasse jede Mimik aus deinen Mundwinkeln. So spür die Haut an den Wangen fließend weich. Spür den Raum in deinen inneren Ohren. Spür den Raum hinter deinen Schläfen. Beruhige die Nasenflügel und beruhige deine inneren Augenwinkel. Entkräusele die Falten zwischen den Augenbrauen. Und im Geiste spür die sanfte Kraft, die deine Stirn sorgenfrei und glatt streicht. Lass ganz in dein Gesicht los. Spür den Atem. Spür die Bewegung deines Atems. Spür mit jeder Einatmung, wie Raum entsteht. Und spür mit jeder Ausatmung, wie Entspannung entsteht. Aus der Atembeobachtung finde deinen Atemrhythmus. Im Geiste zähle mit. Atme ein, 1, 2, 3, 4. Atme aus, 1, 2, 3, 4. Zähle so einen gleichmäßigen, tiefen, vollständigen Ein- und Ausatmen.
werde nicht schneller, sondern bleibe gleichmäßig, tief und vollständig. Und der Einatmen ebenso bewusst wie der Ausatmen. Und wenn dein Geist, deine Gedanken dich forttragen, so ärgere dich nicht darüber, sondern bemerke es und kehre zurück zum Zählen. Zähle 1, 2, 3, 4, einatmen und 1, 2, 3, 4, ausatmen. Zähle so noch 2 weitere Runden. 4 Zeiten einatmen, 4 Zeiten ausatmen. Und dann, wenn du ausgeatmet hast, dann löse das Zählen auf, nimm einen tiefen und genüsslichen Atemzug und dann entspanne in deinen natürlichen Atemfluss. Spür die Veränderung. Wie fließt dein Atem jetzt? Lass dein Bewusstsein sinken. Erlaube dir für einige Augenblicke zu sein. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvarta Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Shanti Shanti Shanti.
Kehre zurück mit deinem Bewusstsein. Vertiefe deinen Atem. Und dann schlüpfe zurück in deinen Körper. Spür die Hände. Bewege sie, spür die Füße, bewege sie. Und wenn du magst, kannst du dich strecken und räkeln, so wie es dir jetzt gut tut. Und dann, wenn du soweit bist, stell die Füße in der Matte auf und rolle auf eine Körperseite, muckel dich hier ruhig noch einmal ein bisschen ein, sei ganz bei dir. Spür den Raum in deinem Herzen. Und dann einatmend, komm über die Körperseite hoch in einen Sitz und räume deine Matte frei. Wir beginnen heute mit zwei Übungen im Liegen, sodass wir dann auch sitzen können. Und ich werde einige schöne Aspekte zur Langsamkeit bzw. zu Asteya, zum Nichtstehlen, immer wieder erwähnen. Wir brauchen heute in erster Linie eine Matte und wenn du magst, kannst du dir jetzt für den Anfang einfach nur eine Decke für den Kopf ablegen oder auch nichts für den Kopf. Ich würde jetzt nichts nehmen, mein Nacken ist in Ordnung, aber wenn du das Gefühl hast, ich möchte nicht so hart liegen, dann nimm dir gerne etwas Höhe unter dein Arm. Und dann leg dich ab, noch einmal in die Rückenentspannungslage. Und ja, nimm die Beine gut Hüft, nee, nicht nur Hüft, sondern mattenbreit in die Matte und die Arme gerne locker weg vom Körper, sodass du hier erst einmal etwas Raum lernen kannst. Denn Zeit ist etwas ganz Relatives. Ja, ob wir Zeit als schnell vergänglich oder als langsam fließend wahrnehmen, das hat vor allem etwas mit Raum zu tun. Wir nehmen Zeit als Raum wahr, umso wichtiger ist es zu lernen, genau das zu tun, was du jetzt tust und nichts anderes. Und so atme zunächst in deinen Bauch, in deinem Rumpf und spüre den Atem, das Ein- und das Ausatmen. Den eigenen Rhythmus zu finden, das ist gar nicht so einfach, denn jeder kennt es, es kommt immer etwas dazwischen. Im Alltag immer noch irgendetwas, was zu erledigen ist und in der Atemübung, die wir eben in der Entspannung gemacht haben, kommt immer ein Gedanke dazwischen. Und man vergisst das Zählen und dann ist es einfach nur wichtig, das zu bemerken und wieder zurückzukehren zu dem, was du jetzt tust. Und das machen wir mit einer Bein-Vinyasa-Übung. Du kannst jetzt die Beine zusammennehmen, die Fersen von dir wegstrecken. Die großen Zehen zeigen dabei nach oben. Strecke die Fersen, die Fußsohlen so von dir weg, dass du die Beine spürst, lang und satt in der Matte. Nun kommen die Arme. Einatmend, ausatmend, führ die Arme über den Kopf und strecke dich bis in die Fingerspitzen. Zieh den ganzen Körper auseinander. Und nicht nur auseinander, zieh nicht nur die Muskelarbeit, sondern der Atem. Denn nur der Atem führt dich ins Wahrnehmen und damit ins Jetzt und Hier. Atme in die Streckung des ganzen Körpers. 2, 3 tiefe Atemzüge. Und dann wollen wir auf der Stelle voranschreiten. Einatmen, beuge das rechte Bein an, strecke die rechte Ferse nach oben.
Ausatmen, führe das gestreckte rechte Bein zur Matte hin. Einatmend, linkes Bein anbeugen und die Ferse nach oben strecken. Ausatmen, führe das gestreckte linke Bein zur Matte hin. Bleibe aktiv in deinen Füßen, immer die Fersen weggestreckt. Einatmend, anbeugen, ausstrecken. Ausatmend, zur Matte hin. Und die Bewegung ist gleichmäßig, so gleichmäßig wie dein Atem. Du wirst bemerken, je tiefer dein Atem fließt, umso ruhiger, umso gleichmäßiger die Bewegung. Nur das. Und das ist schon viel, viel Wahrnehmung. Bleibe gestreckt im ganzen Körper. Die Fingerspitzen strecke sie ebenfalls. Öffne die Handflächen. Strecke immer die Fersen von dir weg. Deine Knie danken es dir. Wiederhole und bleibe aufmerksam bei deinem Atem. Und so aufmerksamer wirst du die Bewegung ausführen. Einatmend, anbeugen, strecken, ausatmen, das gestreckte Bein zur Matte führen. Noch einmal rechts und links im Wechsel. Und dann bleibe nochmal für 2, 3 Atemzüge in der vollen Streckung des ganzen Körpers. Strecke die Fingerspitzen von dir weg und strecke die Fersen von dir weg. Tiefe Atem. Und dann lass Arme und Beine los. Und entspanne im See stehen. Das heißt, nimm die Beine so weit locker voneinander weg wie möglich. Nimm die Arme weit vom Körper weg, sodass du einem Seestern gleichst. Und hier entspanne. Atme tief und genüsslich. Langsamkeit. Eine Schildkröte ist auch langsam. Und eine Schildkröte kann unglaublich alt werden mit nur 3 Atemzügen pro Minute. Hingegen der Hase atmet, ich weiß nicht, 50, 60 Atemzüge pro Minute und lebt entsprechend kurz. Und in Indien heißt es, dass wir unsere Lebensdauer nicht in Jahren, sondern in Atemzügen messen. Es lohnt sich also, tief und vollständig zu atmen. Nun haben wir die Wirbelsäule in die Länge gezogen. Jetzt wollen wir sie ein bisschen locker bewegen im Scheibenwischer. Hierfür stell die Füße mattenbreit auf. Die Arme nehmen sie gerne locker weit neben dem Körper. Die Fingerhände entspannt. Und gerne wirklich die Füße mattenbreit aufstellen, sodass die Knie vielleicht sogar so leicht nach außen fallen. Im Yoga sagen wir dazu, lüfte den Damm. Es darf an den gynäkologischen Stuhl erinnern. Und dann, also kein schamhaftes Knie zusammensinken lassen, das wird deiner Wirbelsäule hier nicht helfen. Und dann atme ein, tief in deine Mitte, ausatmen, für beide Knie
nach rechts, dein Haupt locker nach links. Einatmen, komm zurück mit dem Knie und dem Haupt. Ausatmen, Beine nach links führen, Kopf nach rechts. Einatmen, ausatmen. Immer der Einatmen ist die Mitte und der Ausatmen die Drehung. Ja, es gibt verschiedenste Drehungen in der dynamischen Weise in der Matte. Diese ist eine, die die Wirbelsäule vom Steißbein bis zum Hinterhauptbein verbindet und bewegt. Und dafür ist es wichtig, dass in dem Fall die Füße gut mattenbreit aufgestellt sind. Ja, dann haben wir hier so eine leichte Acht im Becken und genau darum geht es. Und mit dem Einatmen zieh Bein und Haupt in die Mitte und mit dem Ausatmen fließe in die Drehung. Bleibe gleichmäßig in der Bewegung, führe sie. Und nimm wahr, je gleichmäßiger du dich hier bewegst, je gleichmäßiger der Atem, umso mehr wird der Körper auch mitgehen und du kannst etwas entspannter und tiefer in die Drehbewegung kommen. Noch einmal rechts und links im Wechsel. Wenn du hier in der Mitte bist, dann komm erneut in den Seestern, der ganze Körper lang und weit in der Matte. Spüre nach. Und im Nachspüren atme tief und bewusst und vollständig. Immer wieder, wenn ein Gedanke dich wegführen möchte, bemerke es und kehre zurück zur Atembeobachtung. Und dann stell die Füße in der Matte auf, rolle über eine Körperseite, komm in einen Sitz. Komm in einen bequemen Schneidersitz oder in einen kreuzbeinigen Sitz für die Kopfbewegung. Und da nehme ich mir immer gerne eine Decke, damit meine Füße es auch weich haben. Und ein Kissen, ein Sitzkissen, es ist gut erhöht zu sitzen. Und da setze ich mich dann drauf. Wenn du jetzt in einem kreuzbeinigen oder Schneidersitz das Gefühl hast, ja, ist ja auch immer eine Frage der Beckenbeweglichkeit, ich kann da nicht so gut lange sitzen, dann nimm dir so viel Stütze, wie du brauchst für deine Beine. Also hier kannst du gerne noch Kissen hin tun oder Decken, sodass du nicht an das Sitzen denken brauchst, sondern an die Bewegung. Und die wollen wir heute isoliert im Atemrhythmus ausführen. Und das ist ganz wichtig, weil der Nacken mag nicht irgendwelche komischen Drehbewegungen, aber wir wollen den Kopf natürlich auch königlich tragen können, damit unsere Gedanken nicht immer vorausfliegen, sondern wir wirklich im Hier und Jetzt sein können. Gut,
Also, wenn du deinen Sitz gefunden hast, dann lass die Hände entspannt auf den Oberschenkeln oder Knien ruhen. Und gerne erst einmal die Augen schließen und deinen Sitz spüren. Die Verbindung zu deinem Atem ist wichtig, damit du im Wahrnehmen bleibst. Also leg gerne eine Hand auf den Bauch und die andere auf dein Brustbein. Und mit geschlossenen Augen atme zunächst zu deinen Händen. Und beobachte die Bewegung des Atems. Der Atem bewegt den Körper, nicht umgekehrt. Wenn du auf deinen Atem hörst, wirst du deinen Rhythmus finden. Und wenn du nun die Hände löst, so atme weiter in die Wärme deiner Hände am Bauch und am Brustbein. Und dann kommt das Ja, die erste Bewegung, der erste Laut des Universums, das Ja, denn sonst wäre nichts entstanden. Und so atme ein, führe dein Kinn nach oben, spüre Kinn, nicht Haupt, und ausatmend führe dein Kinn zur Kehlgrube, zum Brustbein. Einatmend Kinn nach oben führen und ausatmend Kinn zum Brustbein. Nur das. Gestalte den Einatmen ebenso tief und vollständig wie den Ausatmen. Bleibe dabei aufrecht in einem bequemen Sitz. Und noch einmal einatmen, Kinn nach oben. Und noch einmal ausatmen, Kinn zur Kehlgrube. Und dann einatmend kommen in die Mitte. Spüre nach. Spüre beide Sitzbeinhöcker schwer. Und wenn du magst, kannst du die Sitzbeinhöcker immer noch etwas schwerer werden lassen. Und der Scheitelpunkt des Kopfes wächst jeden Moment nach oben in der Ruhe deines Sitzes. Nun kommt das Nein. Und das kommt sowieso. Von daher wollen wir auch hier aufmerksam bleiben und wirklich in der Horizontalen diese Bewegung ausführen. Also kein Kreisen und kein Sinken. Atme ein, ausatmend für dein Kinn nach rechts, Richtung rechte Schulter, einatmend Mitte, ausatmend Kinn zur linken Schulter, einatmend Mitte. Und das so ein ganz erhabenes Grüßen nach rechts, einatmend Mitte und ausatmend Grüßen nach links. Gerne auch mit geschlossenen Augen, sodass du in Verbindung mit deinem Atem bleibst. Nicht schneller werden, auch nicht plumpsen, in die Bewegung hineinfallen,
sondern ein gleichmäßiges Atmen und ein gleichmäßiges Bewegen. Ja, es dürfte dann auch nicht knirschen oder irgendwelche Geräusche machen. Außer es sind die Faszien, die jetzt entspannen. Noch einmal rechts und noch einmal links. Dann komm einatmend in die Mitte und spüre nach. Der Scheitelpunkt des Kopfes wächst noch höher und die Schultern fallen noch schwerer. Atmen. Und nun kommt die Seitbewegung und hier spüre vor allem rechtes, linkes Ohr. Und auch nicht kein Kreisen, sondern wirklich isoliert rechts, links neigen. Atme ein, werde lang in der Wirbelsäule, ausatmend, rechtes Ohr zur rechten Schulter. Einatmen, Mitte. Ausatmen, linkes Ohr zur linken Schulter. Einatmen, Mitte. Und geh nur so weit, wie dein Körper es zulässt. Dann wirst du mit jeder Wiederholung merken, dass er immer bereiter ist, auch mitzugehen. Ja. Gib dir hier die Zeit. Stehle sie nicht. Und dann noch einmal rechts und noch einmal links. Komm in die Mitte, spüre nach. Und im Nachspüren nimm gerne noch einmal Verbindung zum Atem auf, rechte Hand am Bauch, linke Hand auf dem Brustbein und atme zu deinen Händen. Dann löse die Hände wieder und spüre auch dieser Wärme der Hände nach. Öffne die Augen, halte den Blick weich. Und du kannst jetzt deinen Sitz auflösen und die Beine einen Moment ganz locker herausgleiten lassen. Und ich weiß, wer den kreuzbeinigen Sitz nicht so geübt ist, der kann da auch am Anfang noch nicht so lange drin sitzen. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Und meine Matte ist hart, von daher nehme ich mir immer da eine Decke für die Knie. Und zunächst einmal im Vierfüßlerstand. Wir setzen die Bewegung der Wirbelsäule fort, nämlich in Kuhn und Katze. Handflächen weit, die Mittelfinger zeigen nach vorne und die Handgelenke dürfen etwas vor den Schultern sein. Den Fingerballen gib ihnen etwas mehr Gewicht, so sind deine Schultern leichter. Die Knie sind etwas hinter deinem Becken, sodass die Knie hüftweit entlastet werden, wenn du die Schienbeine sanft in die Matte drückst. Fingerballen sanft in der Matte, Schienbeine schwer in der Matte. Und so beginne die Bewegung in Kuh und Katze. Einatmend, kipp das Becken, Kinn lang nach vorne, das ist der Einatmen. Ausatmend, Becken zurück, Kinn zur Kehlkopf. Wiederhole, einatmend, Kinn lang nach vorne und ausatmend, hier zurück.
und bleibe gleichmäßig in der Bewegung. Wenn dich Gedanken aufsuchen, wegziehen, so schließ gerne die Augen. Und manchmal hilft es, sich nach jeder Einatmung Pause zu sagen und nach jeder Ausatmung sagst du auch nochmal im Geist Pause. Einatmen, Körpervorderseite lang, Pause. Becken zurückkippen, ausatmen, Körperrückseite weit, Pause. Wiederhole es im Geiste. Die Pause macht alles, was dazwischen passiert, bewusster, langsamer und gleichmäßiger. Und noch einmal am Ende der Einatmung Pause. Und noch einmal am Ende der Ausatmung Pause. Und dann nimm die großen Zehen zusammen, das Gesäß auf die Fersen, lass dein Becken sinken auf die Füße, die Handflächen sind lang weit vorne in der Matte, für den Panther oder den vorgebeugten Helm. Und dann lass dein Haupt locker in die Matte sinken. Das Gesäß darf schwer werden auf den Fersen. Deine Beine sind ein bisschen geöffnet, sodass der Bauch dazwischen passt. Und die Arme sind ganz lang, die Mittelfinger zeigen nach vorne und gib dem Fingerball gerne etwas Gewicht in die Matte. Und um ganz im Wahrnehmen zu bleiben, entspanne dein Gesicht. Die Zunge, die Augen. Entlasse jede Mimik aus der Gesichtshaut. Beobachte den Atem. Beobachte, wie er den Rücken bewegt. Dein Haupt entspannt, die Körperseiten, die Flanken, will ich damit sagen, sind ganz bewusst lang. Sie hängen nicht. Lange Flanken. Und dann einatmend, komm in den Vierfüßlerstand, so da, wo wir eben auch waren. Und hier kommen wir erstmal in die Waage. Die Mittelfinger zeigen nach vorne und schau mal, dass du wirklich die Fingerballen ganz weit machst. Die Knie hüftweit, die Schienbeine, drück sie sanft in die Matte. Das kippt das Becken und du hängst nicht im alten Gaul, sondern du bleibst in einer neutralen Position. Atme in den Bauch, in die Körpervorderseite. Und dann einatmend, ohne diese Mitte zu verlassen. Rechter Arm, linke Ferse von dir weggestreckt und dein rechtes Schienbein, die linken Fingerballen, satt in der Matte. Geh nicht zu hoch mit Armen und Beinen, sondern bleibe hier wirklich einfach nur in der Diagonalen des Rückens. Spüre sie. Atme in den Bauch. Nicht der Bauch hält sich im Gleichgewicht, sondern deine Körperrückseite. Tiefe Atmung. Ich weiß, in der Balance
gehört das Straucheln, das Wackeln dazu. Aber hier können wir das jetzt über die Kraft der Körperrückseite immer wieder abfangen. Dann kommt zurück in die Mitte. Die Knie sind parallel, die Handflächen weit. Atmen. Ja, nicht jetzt in den Gaul zurückfallen, sondern lass die Schienbeine schwer und die Fingerballen haben guten Kontakt zur Matte. Ich sage immer, keine Tastaturhände, sondern die Handteller sind satt in der Matte. Einatmend, linker Arm, rechtes Bein, also die linken Fingerspitzen nach vorne und die rechte Ferse. Und der Raum dazwischen ist ganz wach und du atmest. Gerade Balancehaltungen sind es, die uns aufmerksam werden lassen, jetzt und hier. Lass den Atem fließen, linkes Schienbein schwer. Rechte Fingerballen schwer, entspannter Bauch. Und dann atme ein, ausatmend, setze die Hände hier wieder auf, Vierfüßlerstand. Sehr schön. Eine Haltung, die ganz viel mit Langsamkeit zu tun hat, das ist die Sphinx. Also tauche ein in die Matte und komm erst einmal in die Bauchentspannungslage, die Hände als Päckchen unter der Stirn und die großen Zehen zusammen, leg die Stirn ab, atme. Atme so in den Bauch, dass du die Bewegung des Atems im Rücken spüren kannst. Das sanfte Heben und Senken mit jedem Atemzug, in dem Fall in deiner Körperrückseite. Ja, die Sphinx ist ein Bauwerk der Menschen und Zeit ist ja etwas Relatives. Ich denke, dass auch der Baumeister der Pyramiden sicherlich genauso gestresst war wie vielleicht die Menschen heute. Es gab viel zu tun und das alles in einer gewissen Zeit. Und von daher können wir, ja, ob wir hektisch sind oder nicht, das können wir nicht nur für uns beanspruchen. Das ist sicherlich etwas, das ging den Menschen durchaus schon immer so. Und die Sphinx darf uns daran erinnern, dass wir in jedem Fall auch mal Umwege nehmen dürfen. Hierfür setze deine Ellenbögen, Unterarme in der Matte auf. Für den unteren Rücken empfehle ich, die Beine gut mattenbreit aufzulegen, dann hast du gleich etwas mehr Entlastung im unteren Rücken. Für die Ellenbögen gilt, sie sollten nicht unter den Schultern sein, sondern du suchst diesen Moment, wo du merkst, wenn ich jetzt die Ellenbögen etwas vor den Schultern habe, dann können die Schultern nach hinten unten sinken. Und dann dein Haupt entspannt und die Fingerhände, keine Tastaturhände, sondern ganz weite Handflächenhände in der Matte. Gib dann den Unterarmen, den Handflächen sanften Druck in die Matte und schließ die Augen, atme. Es ist wie so viele Haltungen eine Haltung des Nicht-Tuns und damit auch des Nicht-Stehlens, Asteya. Hier richtest du den Blick nach innen und was dir hier begegnet, ist nicht Leere, sondern eine wundervolle Welt von Bewusstsein, von Spüren. Und da atme hinein. Ja, löse diesen sanften Druck der Unterarme nicht. Beobachte, wie die Schulterblätter, die Haut am Rücken abwärts fließen darf, wenn du die Unterarme, Ellenbögen sanft in die Matte nach vorne schiebst. Und dein Haupt ganz entspannt. Tiefe Atmung.
und mit deiner nächsten Ausatmung komm zurück in die Bauchentspannungslage. Die Ellenbögen fließen sanft aus den Schultern. Leg die Stirn ab, die großen Zehen geschlossen. Atme in den Bauch und spüre die Bewegung des Atems. Und dann setz die Hände unter den Schultern auf und komm in den Vierfüßlerstand. Für den abwärts schauenden Hund. Und hier heute der große abwärts schauende Hund, denn wir wollen ja in Zeit und Raum verweilen und natürlich in unserer Kraft. Die Mittelfinger zeigen nach vorne und du setzt die Hände etwas außerhalb deiner Schultern auf. Bei einer Yogamatte ist es der Mattenrand, also die kleinen Fingerseiten am Mattenrand. Dann setze auch die kleinen Zehseiten links und rechts am Mattenrand auf. Dann sind auch die Füße außerhalb des Beckens. Komm nochmal einatmend in die Kuh, atme aus für die Katze und weiter ausatmend, komm aus der Rundung des Rückens in den abwärts schauenden Hund. Die Handflächen sind ganz weit geöffnet und die Zehenfußsohlen auch. Es geht im abwärtsschauenden Hund darum, die Körperrückseite zu öffnen und die Körpervorderseite zu entspannen. Und der Körper ist immer nur der Rumpf im Verständnis des Yoga. Nutze also die Hände, mach sie ganz weit, ganz bewusst in der Matte. Und nutze auch die Kraft der Füße. Zieh die Zehen auseinander und lass die Fersen schwer werden, aber presse sie nicht nach unten, sondern strecke die Fersen nach hinten. Saug die Kniescheibe, lass deine Sitzbeinhöcker nach oben fließen und auf diese Weise kann dein Haupt entspannt nach unten sinken. Genieße mit deinem Atem diese kraftvolle Haltung, die uns mit unserem eigentlichen Wesen als Säugetier und Affe verbindet. Die Hände, Füße dürfen hier Kontakt haben zur Erde und du hast Kontakt zum Atem. Strecke dich auseinander, Handflächen weit, heb die Schulterblätter an. Tiefer Atem. Und noch drei tiefe, vollständige Atemzüge. Und dann atme ein. Beuge die Beine an, laufe mit den Füßen zu den Händen. Stell die Füße parallel auf. Die Beine sind gebeugt, du bist in so einer Skifahrerhaltung. Strecke die Arme vor zu den Ohren und komm einatmend hoch in den Stand und ausatmend Arme tief. Lass den Atem ankommen und dein Herz natürlich auch. Gut, wir sind im Stand und hier wollen wir weitermachen in der Berghaltung. Räume die Matte frei. Ja, im Stehen üben wir Standhaftigkeit. Und das heißt in den Yogaschriften, bei der Standhaftigkeit im Nichtstehen fließen dir alle Reichtümer zu. Und Patanjali meinte ganz bestimmt nicht die materiellen Reichtümer. Also er meinte ganz bestimmt, dass wir unser Potenzial auch wirklich erst erfassen können, wenn wir in Asteya im Nichtstehen auch feststehen. Das üben wir mit Tadasana der Berghaltung. Die Füße parallel, die Fersen etwas nach außen. Du kannst die Zehen wieder anheben und auf diese Weise in die Fersen, also die Körperrückseite etwas bewusster machen. Lass die Zehen, lass sie ruhig alle oben. Auf diese Weise kannst du noch einmal besser die Wirbelsäule spüren. Die Wirbelsäule so, dass der Scheitelpunkt des Kopfes nach oben zeigt. Wie können wir das spüren?
indem du den Blick auf Augenhöhe hältst, die Zehen sind noch angehoben, Blick auf Augenhöhe, dann lass den Blick auf Augenhöhe weich werden, die Augenlider sinken. Und dann kannst du mit diesem weichen Blick die Schultern nach hinten unten rollen und die Fingerhände lockern. Und wenn du magst, kannst du die Augen auch schließen. Und dann die Zehen alle abstellen, absetzen, in die Matte fließen lassen und deinen Stand finden. Innehalten. Dein innerer Blick ist weich und schaut in den Körper. Spür den Atem. Und bleibe in den Fersen, im Kreuzbein, das heißt im hinteren Beckenbereich, im Rücken, im Hinterhaupt stehen. So als würdest du dich in eine Wand zurücklehnen und diese Wand stützt dich. Lehn dich zurück, so kann dein Geist ruhig werden und du bleibst in der Wahrnehmung des Atems. Spür das Ein- und das Ausatmen. Und so bleibe jeden Moment zurückgelehnt, öffne dann die Augen, halte den Blick weich. Stehen hat ja auch was mit Greifen zu tun. Und im Yoga binden wir die Hände. Auf diese Weise kann der Geist zur Ruhe kommen und die Wahrnehmung bleibt hier. Also atme ein, strecke die Arme vor, verschränke die Finger, öffne die Handflächen nach vorne und strecke die Handteller ganz weit nach vorne. Also das Kontrastprogramm zur Tastatur hin. Atme ein, strecke die Arme hoch und werde ganz lang. Nimm alles mit in diese Streckung und wenn du etwas fortgeschrittener üben möchtest, stell dir vor, du hebst die Arminnenbeugen und führst die Oberarme zu den Ohren und dann entspanne dein Gesicht. Strecke die Beine, die Zehen ganz weit, öffne die Handflächen. Und jeden Moment, wenn dein Gedanke dich aufsucht, komm in die Balance. Denn Stehen ist immer auch Balancieren. Die Fersen bleiben schwer und dennoch hebst du sie 5 mm an, streckst die Beine und wirst noch länger. Atmen. Ja, über die bewussten Füße sind die Füße gebunden und über die bewussten verschränkten Finger die Hände. So bleibst du aufmerksam in deinem Körper. Atmen. Und strecke. Ja, es ist gut, immer so lange in einer Asana zu bleiben, bis der Atem frei fließt. Weicher Blick. Atme nochmal ein für noch mehr Länge. Atme aus für die Fersen zurück in die Matte. Atme nochmal ein für noch mehr Länge. Und ausatmen für die Arme über vorne. Und löse die Finger, Hände. Spüre nach, möglichst kein Ausschütteln, sondern spür mal, wie die Energie jetzt fließt. Andere Seite. Atme ein, strecke die Arme vor und verschränke umgekehrt. Wir haben unsere Standardverschränkung und du gehst einfach ein Zahnrad weiter. Und dann öffne die Handflächen nach vorne und atme wieder ein, strecke diese ganz geöffneten Handflächen nach oben und weite so den Brustraum. Atme, bleibe in die Fersen zurückgelehnt, in deine ganze Körperrückseite, in die imaginäre Wand und dann heb die Fersen an und strecke dich.
Ja, es macht nicht nur Sinn, überall irgendwo hinzueilen in großer Geschäftigkeit und Hektik. Wir dürfen auch fragen, wohin will ich da eigentlich? Wohin die Eile? Es ist wichtig, Ziele zu haben. Und um diese Ziele zu erreichen, nimm ruhig einen Umweg. Atme nochmal ein für noch mehr Länge. Und dann ausatmen, Fersen tief. Atme nochmal ein für noch mehr Länge. Und ausatmend dann die Arme nach unten nachspüren. Und jedes Nachspüren ist so ein kleiner Umweg. Wir würden gerne weiter eilen. Tu es nicht, sondern bleibe in diesem Augenblick und nimm die Veränderung wahr. Der Krieger 1, für den dürfen wir auch Hände und Füße wunderbar binden. Atme ein, beuge die Beine an, ausatme, schreite in eine weite Grätsche. Bevor wir in den Krieger 1 gehen, sollten wir vielleicht nochmal das Becken etwas weiten. Und das können wir im Leonardo gut tun. Öffne die Handflächen nach vorne und die Fersen zeigen nach außen. Und du kannst nochmal alle Zehen anheben und so in den Fersen in der Körperrückseite, soweit es geht, dich in die Wand hinter dir zurücklehnen. Dann leg die Zehen ab und zieh die Finger ganz weit auseinander. So ein bisschen wie der Seestern in der Matte, nur jetzt kraftvoll. Und dann atme in diesen ganzen Raum deines Körpers. Zieh dich auseinander. Die Fingerspitzen nach links und rechts oben, weit. Einatmend, ausatmend, dreh die Handflächen nach oben und auf diese Weise trage die Welt auf deinen Händen und zieh die Matte, den ganzen Raum des Körpers auseinander. Tiefe Atmung. Und dann atme ein, ausatmend, Handflächen nach vorne und jetzt auch nochmal ausatmend, Handflächen nach unten. Dann weiterhin. Du beruhigst die Erde, das tun wir im Krieger 2 auch, aber heute Krieger 1. Und dann strecke. Und dann atme ein. Nur die Fingerspitzen zusammen, ausatmen, Arme tief. Bleibe noch in der Grätsche. Wenn das deine Grätsche ist, dann darf sie dir jetzt auch im Krieger 1 dienen. Gut. Dreh den rechten Fuß 90 Grad nach außen und den linken etwas hinterher. Das ist immer so ein leicht angeschrägtes T. Jetzt wollen wir die linke Hüftseite auch mit nach rechts bringen, aber das ist ein bisschen schwierig. Deswegen führe den rechten Fuß insgesamt mehr nach rechts. Dann hast du einen hüftweiten Stand, auch wenn der in der Grätsche ist. Und dann ist es leichter, hier auch wirklich diesen Kontakt zur Erde zu halten. Der ist wichtig im Krieger 1. Gerne nochmal die Hände an die Hüften. Du kannst nochmal die rechten Zehen heben, das rechte Bein wirklich in die Matte strecken. Dann die rechten Zehen ablegen. Dann vielleicht nochmal die linke Ferse heben, den linken Fuß bewusst machen und dann die linke Ferse ablegen. Genau. Beide Hüftknochen hier vorne sollten jetzt hier zum rechten großen Zeh schauen. Wir nehmen die Hände mit. Atme ein, strecke die Arme vor, verschränke sie, öffne die Handflächen und einatme, strecke die Arme hoch. Werde lang, werde weit, ziehe dich auseinander in alle drei Richtungen und dann atme ein, ausatmen, beuge das rechte Bein und komm tief im Becken. Und ja, es ist so eine leichte Drehung des Bauchnabels nach rechts. Ganz leicht. Und dann atme. Strecke die linke Ferse nach hinten. Der rechte Fuß, der hat so seinen kraftvollen Druck in die Matte nach vorne und die Handflächen nach oben. Tiefe Atmung. Und jeden Moment strecke. Ja, je mehr du streckst, umso weniger wird es dir irgendwo an irgendeiner Stelle zwicken. Und dann halte deinen Blick weich. Lass die Augenlider entspannt. Lass den Mundraum entspannt.
tiefe Atmung. Und dann mit deiner nächsten Einatmung komm hoch in den Stand, dreh die Füße einmal dazu und ausatmen, die Arme locker und einen Moment nachspüren. Genieße, ja, genieße, wie dein Körper hier arbeitet, was zu tun hat, ja, etwas, was ganz im Hier und Jetzt stattfindet. Andere Seite, den linken Fuß 90 Grad nach außen, den rechten etwas hinterher drehen, sodass du dann wieder mit den beiden Hüftseiten hier nach links schaust. Gegebenenfalls den linken Fuß insgesamt mehr nach links führen, dann können beide Hüftseiten auch paralleler stehen und es zieht, ist dann auch gleichmäßiger im unteren Rücken. Gut, nochmal, die linken Zehen heben, das linke Bein strecken, die linken Zehen ablegen, die rechte Ferse heben und das rechte Bein strecken und dann die rechte Ferse auch wieder ablegen. Jetzt kommen die Arme. Atme ein, strecke die Arme vor, verschränke umgekehrt, öffne die Handflächen und atme wieder ein, strecke dich hoch. Den ganzen Körper ganz bewusst und kraftvoll auseinanderziehen und dann atme tief ein, ausatmend beuge das linke Bein und komm tief im Becken und strecke den ganzen Körper. Die rechte Ferse wirklich kraftvoll nach hinten in die Matte. Dann hebe die rechte Hüftseite nach vorne. Dein linker Fuß, der schiebt auch ganz bewusst in die Matte hier nach vorne und leichte Drehungen im Rumpf nach links. Lehne dich nicht mit dem Oberkörper nach vorne, sondern bleibe aufrecht, strecke dich auseinander. Tiefe Atmung. Ein entspanntes Gesicht. Und dann atme ein, komm zurück hoch in den Stand, dreh die Füße einander zu, nimm die Arme nach unten und dann laufe zusammen und spüre den parallelen Stand nach. Ja, die Bewegung des Yoga ist eigentlich die Bewegung nach innen, nicht nach außen wie beim Sport. Und das kannst du im Nachspüren wahrnehmen, wie dich die Asana bewegt. Und wir kommen dann in die Matte, aber über eine wunderbare Haltung, nämlich Utkatasana, Stresslöser Nummer 1, wie ich finde. Und wenn es mal zu schnell ist, dann ist das der beste Umweg, den du nehmen kannst. Dann komm in diese Hocke. Die Füße parallel, die Fersen zeigen nach außen. Atme ein, strecke die Arme hoch. Mach die Fingerhände ganz weit und die Arme dürfen wie Gewichte nach hinten sinken, sodass dein Brustraum wirklich angehoben ist. Atme ein, ausatmen, setz dich auf einen Hocker. Und du sinkst nicht ein im Oberkörper, sondern du bleibst kraftvoll in der Körperrückseite. Schau mal, wie tief du kommen kannst, sodass du die großen Zehen siehst. Tiefe Atmung. Schau, dass du kein Entenpopo hast, sondern das Steißbein zu den Knien fließen kann und du atmest. Und dann atme, komm noch ein bisschen tiefer und zieh die Fingerspitzen noch ein bisschen höher. Und dann noch ein letzter tiefer Atemzug. Und dann komm in die Hocke und setz dich in die Matte. Sehr schön. Nimm dir ein bisschen Öl. Mir reicht da eigentlich eine gefaltete Decke. Und für einen Drehsitz. Und wir wollen heute einen ganz einfachen Drehsitz machen, sodass du das Gefühl hast, ja,
den könnte ich auch sonst machen, wenn ich mal auf der Matte zu Hause bin. Du hast etwas Höhe für dein Gesäß und dann kannst du die Beine lang vor dir ausstrecken. Für das Drehen darf es immer ein bisschen Höhe sein. Und dann atme ein, zieh das rechte Bein zu dir heran, lass das rechte Bein locker nach rechts fallen. Ja, das darf so eine leichte, ja, hier so ein halber Schmetterling sein. Ja? Wenn das rechte Knie schiebt, kannst du da auch ein Kissen nehmen. Das linke Bein ist ein Standbein, das bleibt gestreckt. Und dann atme ein, strecke die Arme hoch, ausatmen, dreh nach rechts. Und setze die rechten Fingergruppen locker hinter dir auf und die linke Hand hebelt dich so leicht am rechten Oberschenkel vorbei. Genau, eigentlich ganz einfach. Hier gibt es nicht viel falsch zu machen. Und dann atme nochmal ein, richte dich etwas mehr auf und ausatme, dreh nach rechts. Tiefe Atmung. Ja, jedes Drehen ist ein willkommener Perspektivenwechsel, der darf, sollte nicht fehlen, wenn wir nach Umwegen Ausschau halten, denn so können wir unsere Ziele klarer verfolgen und müssen uns gar nicht beeilen. Tiefe Atmung, dreh nur so weit, wie es deinen Atem nicht stört. Und dann atme ein, komm mit langen Armen hoch, zurück zum linken Bein, ausatmend Arme tief und führ das rechte Bein zurück neben das linke und dann lass einfach einen Moment los. Das beide Beine möglichst wieder strecken, dann das linke Bein locker zu dir heranziehen. Auch das linke Knie darf hier ganz locker sinken. Wenn es dich irgendwie zieht, dann nimm dir was unter das linke Knie. Das rechte Bein ist dein Anker und bleibt gestreckt. Atme ein, strecke die Arme hoch, ausatme, dreh nach links, lass die Arme sinken. Die rechte Hand hebelt dich am linken Bein vorbei. Und die Fingerkuppen hast du hinter dir in der Matte. Und jetzt kannst du hier ganz entspannt nach links drehen. Atmen. Schließe gerne die Augen, um aufmerksamer in der Beobachtung zu bleiben. In der Beobachtung dessen, was jetzt ist. Dann atme ein, strecke die Arme einatmen, zurück nach oben, ausatmen, die Arme tief, löse das linke Bein, lass die Beine los, spüre nach. Lass alle Spannung weichen. Wir schließen ab mit der dynamischen Brücke. Auch hier kannst du deine Pause beim Atmen gut einsetzen. Und dafür leg dich gerne ab in die Rückenlage, mit den Füßen in der Matte aufgestellt. Genau. Die Füße sind relativ nah am Gesäß und die Hände sind ebenfalls neben dem Körper, weil wir die Arme dann mitnehmen in diese gleitende Bewegung der dynamischen Brücke.
Wenn du jetzt die Füße öffnest, die Fersen voneinander, die Zehen voneinander, dann stehen die Füße hüftweit in der Matte. Und wenn du sie etwas schwerer machst in die Matte, kippt das Becken, sodass der ganze Rücken lang ist. Das ist die Ausgangshaltung. Und hier atme ein, schieb die Füße in die Matte, heb das Becken an, Wirbel für Wirbel, nimm den Rücken mit, die Arme über den Kopf. Das ist der Einatmen und ausatmend Wirbel für Wirbel gleite zurück zur Matte. Die Arme hinterherziehen, das ist der Ausatmen. Und so fahre für dich fort, einatmend, das Becken heben, die Arme über den Kopf und ausatmend wieder zurückkehren. Und die Arme kommen mit. Ja, und es ist weniger, wie hoch das Becken geht oder so, sondern ob der Atem auch gleichmäßig in diesem Raum fließen darf. Und wenn du magst, am Ende der Einatmung Pause und am Ende der Ausatmung Pause. Bleibe aufmerksam bei dem Atem. Noch zwei Wiederholungen. Wenn du deine zwei Wiederholungen abgeschlossen hast, leg dich nochmal für einen Moment in den Seestern und bleibe hier nochmal, bevor du in die Entspannung gehst, im Nachspüren. Lass alle Spannung von dir weichen und atme in den Seestern. Und dann sind wir auch schon am Ende des Praktizierens und jetzt kannst du dich einrichten für deine Endentspannung. Und im Grunde ist das die Endentspannung, das lange Nachspüren. Und hierfür richte dich ein in deine Rückenentspannungslage. Nimm dir, was du brauchst. Eine Decke, ein Kissen unter dein Haupt und eine Decke gerne auch zum Zudecken. Und dann kannst du dich einfach ablegen und entspannen. Richte dich also ein und wenn du nun die Augen schließt,
Dann spür in deine Wirbelsäule. Und von der Wirbelsäule aus leg dich ab, mit den Beinen gut mattenbreit abgelegt in der Matte. Die Füße fallen locker hin zur Matte hin. Und auch die Arme von der Mitte aus dürfen sie nach außen wegfließen, sodass auch dein Haupt spürbar königlich gebettet sich zurücklehnen darf. Und je mehr du dich in dein Haupt, in den ganzen Körper zurücklehnst, umso eher bleibst du im Jetzt und hier. Lass den inneren Blick weich werden, die Augen geschlossen. Leg die Zunge im unteren weichen Gaumen ab. Und lass dein Gesicht still werden. Und so spür den Atem im ganzen Körper, das Ein- und das Ausatmen. So lade ich dich ein auf eine kleine Entspannungsreise durch deinen Körper, in der du jeden Körperteil, den ich nenne, ganz bewusst entspannst. Ich entspanne meine Beine und meine Füße. Meine Beine und meine Füße sind vollkommen entspannt. Ich entspanne mein Becken und mein Gesäß. Mein Becken und mein Gesäß sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen ganzen Rücken. Mein unterer Rücken, mein mittlerer Rücken, mein oberer Rücken sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Schultern und meinen Nacken. Meine Schultern und mein Nacken sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Arme und meine Hände. Meine Arme und meine Hände sind vollkommen entspannt. Beckenraum entspannt. Bauchraum entspannt. Brustraum entspannt. Mein ganzer Körper ist vollkommen
entspannt. Stille. Asatuma Satgamaya Tamasuma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Kehre zurück mit deinem Bewusstsein. Vertiefe deinen Atem. Und dann schlüpfe langsam zurück in deinen physischen Körper, wie in einen frisch gewaschenen Anzug. Spür die Hände, bewege sie. Spür die Füße, bewege sie. Und wenn du soweit bist, dann stell die Füße in der Matte auf und rolle auf eine Körperseite und muckel dich hier noch einmal ganz gemütlich ein. Und dann stütz dich hoch in einen Sitz und in dem Sitz deiner Wahl sammle dich und dann schließ die Augen für dreimal um. Spür zunächst den Atem. Und dann atme tief ein für dreimal um. Anjali Mudra vor dem Brustbein zusammen. Verneige dein Haupt zu den Händen und bedanke dich bei dir für die Zeit, die du dir heute für dich genommen hast. Namaste.
Ich danke euch für euer Mitmachen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.